Hallo, heute möchte ich euch ein paar Sachen zu IPv6 zeigen. Als erstes geht es natürlich darum, überhaupt zu erkennen, was eine IPv6 ist und wie die ausschaut. Und da hat es hier auf Wikipedia eben ein paar schöne Beispiele, wie zum Beispiel das hier. Das heißt, im Gegensatz zur IPv4 hat jeder dieser Blöcke vier Stellen und ist hexadezimal. Bei der IPv4 waren es ja vier Stellen, also vier Blöcke mit Zahlen zwischen 1 und 255, nee, 0 und 255. Hier praktisch acht Blöcke und eben hexadezimal, also die Zahlen von 0 bis 9. Und die Buchstaben von A bis F. Ja, dann gibt es eben ein paar Regeln, zum Beispiel führende Nullen können weggelassen werden. Wenn die ganze vier Nullen drin stehen würden, darf man es auf eine Null reduzieren. Und wenn mehrere Nullen aufeinander folgen, darf man es praktisch so reduzieren. Und das macht natürlich die IPv6 dann schon ganz schnell unlesbar, wenn man eigentlich irgendwas Langes erwartet. Und dabei eigentlich was ganz Kurzes mit so einer Doppelpunkt-Doppelpunkt-Notation kommt. Was es auch noch recht unschön macht, ist, man kann IPv4 mit IPv6 sozusagen mixen. Das heißt, die letzten Stellen dürfen in der bekannten Notation mit dem Punkt statt dem Doppelpunkt sein. Ja, also wichtig, ich sollte wissen, wie so ein Adressschema ausschaut, damit ich es eben auch erkennen kann, dass es sich um eine IP-Adresse handelt. Zum Beispiel hier. Ja. Dadurch, dass man hier den Doppelpunkt gewählt hat, hat man natürlich das Problem mit dem Port, weil der Port wird ja eigentlich auch durch einen Doppelpunkt getrennt von der IPv4 und von der IPv6, aber bei der IPv4 war halt klar, die IPv4 hat eben den Punkt und der Doppelpunkt trennt dann den Port und deswegen muss man jetzt eine IPv6 dann klammern, damit man eben diese Unterscheidung hat zwischen Port und IPv6. Was eben in der IPv6 auch geplant ist, ist eben, dass der hintere Bereich die MAC-Adresse einer Netzwerkkarte sein kann. Also das heißt, ich kriege praktisch für mein Netz irgendeinen Adressbereich zugewiesen und jedes Gerät kann sich dann autokonfigurieren, indem praktisch diese Netzwerkkarte, also die Adresse der Netzwerkkarte, eben als Bestandteil der IPv6 verwendet wird. Das heißt, man könnte theoretisch ein ganz großes Netz machen, wo jedes netzwerkfähige Gerät praktisch eine feste statische IP-Adresse hätte und von überall aus angesurft werden kann. Das will man natürlich nicht. Da spricht die IT-Sicherheit und der Datenschutz dagegen. Aber im lokalen Netzwerk funktioniert das natürlich schon. Ja, auch die IPv6-Adressen werden von der IANA verwaltet. Auch hier kann man wieder in IP-Adresses reingehen. Und man sieht hier eben, dass hier der Bereich für das IPv6 ist. Und auch hier kann man eben sehen, welche Adressbereiche dann wem übergeben wurden. Da ist noch gar nicht so viel drin. Ja, warum hat man das mit dieser IPv4 oder warum möchte man das seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, aufgeben? Problem ist einfach, der Adressraum ist relativ klein. Das ist hier bei Wikipedia sehr schön beschrieben. Also ich habe rund 4 Milliarden Adressmöglichkeiten. Diese werden aber reduziert, zum Beispiel durch diese Bereiche, wo eben gar nicht im Internet verfügbar sind, weil sie für private Netze verwendet werden und vieles andere auch. Und im Endeffekt bleiben dann von diesen, was waren es, 4,2 Milliarden rechnerisch 3,7 übrig. Und wenn man halt diesen Adressraum von der IPv6 nimmt, da ist man halt bei 340 Sextillionen Adressen.
Also dann kann man jedem Sandkorn auf der Erde eine IP-Adresse vergeben. Ansonsten gilt eigentlich das Wesentliche, was ich bei der IPv4 auch schon gesagt habe. Ich kann natürlich auch IPv6-Adressen abfragen, herausfinden, welcher Telefonanbieter oder ähnliches dahinter steht. Und natürlich kann ich auch Geo-IP drauf anwenden. Auch die Gesetzestexte unterscheiden da nicht zwischen IPv4 oder IPv6. Von daher bleibt da alles gleich. Okay, ich glaube, ich habe jetzt das, was ich für wichtig fand, alles drin gehabt. Also, macht's gut. Ciao, ciao.